So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Mine River Metastasis oder Mine RVA, was auch immer. Wir sind in diesem riesigen Komplex unter dieser kleinen Insel gelandet, was ich ziemlich krass finde. Was die hier alles hingebaut haben, wow. Und dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir einen Knopf. Ah, toll, da kommen Combines. Warum man das jetzt geöffnet hat, ich glaube, ich habe schon eine Idee. Da hinten ist auch gerade eine Tür aufgegangen. Und? Combines? Da ist doch bestimmt ein Combine da. Oh, wer hat richtig geraten? Ich habe richtig geraten. Oh, ich weiß jetzt nicht, den habe ich nicht erwischt. Ha, trotzdem ohne Schaden überlebt. Aber das ist so klar, dass ich da welche verstecken. Da auch wieder. Gut, das hat mir jetzt relativ viel Anzug abgezogen, aber das geht ja noch. In diesen engen Gängen hätte ich wirklich gerne Schrotflinte, aber haben wir leider nicht. Ah, wieder welche. Nein. Oh, das sieht nicht gesund aus, wenn man da reinspringt. Obwohl das Glas drum, oder? Ja, da kann man also reinspringen. Au! Okay, vielleicht auch nicht. Hui! Puh! Damit unseren 86 Wert an einem Anzug noch überlebt. Scheißding. So, was haben wir denn hier oben? Scheißding. Ah, das war ein roter Knopf. Das zu. Okay, anscheinend zieht der Knopf nicht. Vielleicht können wir den irgendwie zum Funktionieren bringen. Aber was wir erstmal hinbekommen müssen ist... Shit! Nein! Mein Anzug, mein Leben! Okay, ich bin tot. Schade, hätte ja funktionieren können. Okay, versuchen wir es auf einem anderen Weg. Scheiße! Was? Das Ding hat das überlebt? Verdammt nochmal. Okay, also oben ist nix. So viel wissen wir schon mal. Fucker. Wieso sehen die mich hinter den Fässern? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Alter. Hey, das scheint zu funktionieren. Hehehehe. Habe ich das Gefühl, dass ich gerade die Dinger vor mir wegschiebe, aber nein, die standen noch. Ah, jetzt habe ich eins weggeschoben. Sehr schön, alle zerstört, die Scheißdinger. Und da ist auch eine Tür. Ah, perfekt. Was haben wir hier? Okay, funktioniert nicht. Da hat sich ja bestimmt wieder irgendeiner in den Ecken versteckt, oder? Hä? Headcrabs, das machen die denn hier unten?
Oh verdammt, das sind aber echt viele Headcrabs. Double Kill! Noch eine. Das zu. Hm, die ist nicht so weit geflogen. Was haben wir hier? Okay. Irgendwas Verstecktes, was Schönes. Hallo? Oh, das ist dunkel. Okay. Da werden anscheinend Raketen vorbereitet oder so. Interessant. Hm. Sturm. Stromkabel. Vorräte. Ist klar, folgen wir den Stromkabel. Ah, ich verstehe. Mehr Stromkabel. Noch mehr Strom. So, gespeichert. Und dann können wir bestimmt hier hochgehen und es aktivieren. Die habe ich hier komplett vergessen. Ich wollte gerade sagen, habe ich ihn jetzt genauso gedreht, dass er in die andere Richtung spielt? Spielt, genau, schießt. Dich habe ich aber nicht vergessen. Scheiß Ding. Oh, Revolver-Munition lag da, das ist praktisch. Jawohl. An geht das Knöpfchen. Wupp. Und... wow. Wer baut so eine Scheiße? Oh, ich glaube, die Cowboy haben Wind davon bekommen, was ich hier scheiße baue. Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Dass von hier einer kommt. Ha! Ich habe doch noch richtig in Erinnerung, dass hier ein Energiefeld ist. Jetzt doch dafür einfach nur perfekt, dass ich von hinten angegriffen werde. Oh, ich glaube, die Tür ist offen. Schneller, als ich gedacht hätte. Na gut, das Leben sammle ich ja nicht an. Ich meine, ich habe 96%. Wollte gerade sagen, merkt ihr nix? Ich frage mich, ob die Sentry ganz auf die geschossen hätten. Ich glaube nicht. Wäre ziemlich blöd, jedenfalls, wenn die eigenen Sentries auf einen schießen würden. Boah, wie viel Leben man hier verliert. Haha, Durchbruch. Holy shit, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wow. Beeindruckend. Und wieder der Energiestrahl in der Mitte. Zug? Zug? Krass. Gegner? Ich sehe keinen. Wow, beeindruckend. Granaten. Das ist bestimmt praktisch. Hier ist nix. Nur ein ganz normaler Wartungsschacht oder so. Ich denke mal, hier ist dafür, wenn man auf die Schienen fällt. Okay. Gehen wir weiter. Sind hier Gegner? Das sehe ich als ja. Eins. Und das müsste Nummer zwei sein. Jawohl. Beide erledigt. Wow. Oh, ich glaube, das ist der Raum, den wir gesehen haben von da unten. The Repacking the Headcrab Larves. Okay, oder Larven. Die Larven halt von den Headcrabs, das ist nicht gut. Warum haben die Produktion gestoppt?
Alles klar, Leute. Ihr wollt Krieg, ihr kriegt Krieg. Oder was auch immer. Ja. Hallo. Ich glaube, das hat für Schaden gesorgt. Scheiß Dinger. Was mit Dinger meine ich? Combines. Noch mehr von denen. Ist ja gut, Leute. Ist ja gut. Ich will euch ja nicht wehtun, aber ihr habt angefangen. Oh, müssten alle immer so böse sein. Und ist ja nicht so, dass wir sie zerstören, weil... Ach, Moment, das war mehr. Fucker. Turret. Den sind wir ganz gekonnt ausgewichen, wie ihr gerade gesehen habt. Das war natürlich alles geplant, dass ich nach hier gehe. Uff. Ja, volles Leben. Dreiviertel Rüstung, das ist gut. Und ich habe mich nicht vergessen, keine Sorge. Verdammt nochmal. Ah, na endlich, drei Versuche. Na, was haben wir denn hier oben? Was hast du bewacht, meine liebe Sentry Gun? Oh mein Gott! Du hast mehr Combines bewacht. Nein! Oh. Das war knapp. Und da kommt wieder der Zug. Ja, schön viel Leben, perfekt. Ah, ich glaube, ich verstehe die Rätsel hier. Guck mal, da ist Strom. Das wäre einfach. Okay, wo sind wir jetzt? In der Kommandozentrale? Ah ja. Ah. Ich habe Türen geöffnet. Ja, das war kein Selbsterstörungsknopf, da hat der Typ jetzt redet wahrscheinlich recht. Und wir müssen zurück zum Power Generator. Dingspunkt halt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Ich glaube, wir müssen über den Aufzug hoch. Oder? Wir werden schon irgendwo unterkommen. Und ich muss niesen. Ich will aber nicht niesen. Wow. Cool bleiben, cool bleiben. Scheiße, mittlerweile haben die alle große Kanonen. Die sehen wohl die ernste Lage. Den Ernst der Lage. Verdammt nochmal. Holy shit. Cool bleiben. Ich werde von den Seiten angegriffen. Scheiße, 66 Leben, das ist nicht sehr viel. Ich kann jetzt nicht lesen, da kommen Gegner auf mich zu. Puh, der wollte sich gerade aufladen.
The Material Transport System Power Generator. What? Alter! Scheiße! Ich würde nichts sagen, aber ich habe fast kein Leben mehr. Leben? Oh, so ein Glück. Oh, wie viele Combines braucht, um mich zu erledigen? Ich bin schon echt cool. Okay, gut. Aber ich würde sagen, den Power Generator Ablenkgedöns-Teil, na, das haben wir natürlich nicht overrided. Overrided, what? Suchen wir uns im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.